Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, euer Car Spiders hier. Ja, was soll ich sagen? Es ist wieder mal Zeit für ein Unboxing, obwohl es ja eigentlich eher ein Tausch war und ich das ja persönlich abgeholt und nach Hause gebracht gekriegt habe. Aber wir nennen es einfach mal Unboxing. Und wenn ihr wissen wollt, was da drin war, was da drin ist und was da drin war und was in ein Wüstenterrarium einziehen wird, was ich auch noch mitgekriegt habe, dann bleibt einfach mal dran. Bis gleich. So, dann sind wir zurück und kommen erstmal dazu, was das jetzt heute war. Und zwar haben wir zwei Tiere bekommen. Und es war, wie ich schon erwähnt hatte, glaube ich, ein Tausch. Und dieser Tausch beinhaltete, ich bekomme zwei Skorpione. Und die liebe Antja, die bekommt dafür im Gegensatz Spinnen. Weil sie wollte von den Skorpionen weg, hat sie gemerkt, das ist nicht so ihr, sie sind nachts zu laut, hat sie alles im Schlafzimmer. Und ja, deswegen habe ich einmal diese gute Dame hier, eine Heterometrus-Speckdame. Was sagt ihr, was für ein Heterometrus das ist? Also ich würde ja einfach jetzt spontan Silenus sagen. Können wir aber gleich mal vergleichen mit meinen anderen Tieren, die ich habe, weil ich habe ja Heterometrus laoticus und Silenus hier. Und dann habe ich noch eine Hadrorus arizoni, was? Arizonensis-Dame bekommen, die, wie ihr seht, trächtig ist. Seit einer guten Zeit. Und ja, da demnächst jetzt ein Großprojekt kommt, wo ich will nicht zu viel verraten, aber es ist ein großes Projekt und dieses Projekt plane ich für Skorpione. So viel kann man schon mal sagen. Und da werden alle Skorpione ihren natürlichen Habitat mäßig gehalten. Kann man das so sagen, ohne so viel zu spoilern? Ja, denke schon. Ja, was habe ich dafür im Tausch hergegeben? Also das war einmal eine Vierergruppe bei Foris, dann eine Ancanthoscorax geniculata, ein Jungtier, und eine Brachypelma burmai. Halt alles kleine Tierchen. Außer die Gruppe von den bei Foris. Das war eine Vierergruppe, die schon etwas größer herangewachsen war, aber so sind beide glücklich, ne? Also ich finde das halt immer geil, wenn man ein Hobby halt einfach tauscht. Also hat der eine das, was er möchte und der andere auch. Und ich bin einfach happy. Hatte beide auch noch vor Ort bestimmt. Noch ein paar anderen Sachen geholfen und einfach richtig, richtig cool. Ist auch immer wieder schön bei den beiden. Also bei der. Jetzt habe ich mich verquasselt. Was wollte ich sagen? Aber bei den beiden zu Hause. Und also war ich jetzt erstmal zu Besuch. Und ja. Was kann man noch sagen? Ich bin gerade noch ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so freue, muss ich zugeben. Ist auf jeden Fall gut gefüttert, beziehungsweise gut schwanger. Und wir können ja mal eben gucken. Dann machen wir nämlich das Licht mal aus. Und das Licht hier mal an. Schauen wir uns die guten mal unter diesem UV-Licht an. Dann sieht das also nochmal viel cooler aus, nicht wahr? Ja, ist schon nice. So, dass ihr das auch seht. Ist schon faszinierend, oder? Aber dann machen wir mal das große Licht wieder an. Bevor ich hier zu weit vom Thema abschweife. Und ich weiß halt nicht, ob das hier schon. Kennt man das auf dem Video nicht wirklich, oder? Weil sieht so aus, als wären da so weiße Punkte. Ich weiß halt nicht, ob das Babys sein sollen oder ob das irgendwas von ihren inneren Organen ist. Ja, ist okay. Kommst jetzt in den Terra. Ich weiß nur noch nicht, wie ich euch da mitnehmen kann. Bei ihr, da fehlt mir halt die Hand. Also ich kann mal gucken, ob meine Freundin noch wach ist, ob sie mir hilft. Oh, sie ist noch wach, sie ist gerade am Esstisch und sagte nein. Also werde ich das wohl alleine irgendwie versuchen müssen. Und ja, aber bei ihr kann ich euch jetzt mitnehmen. Das machen wir jetzt auch zuerst. Da haben wir das schon abgehakt. Und ja, bis gleich. So, ihr kennt das Spiel, 1200 Liter Action Box. Nehme ich ganz gerne für die Tiere. Bin ja super zufrieden mit. So, dann würde ich sagen, setzen wir die gute mal eben um. Geht ja recht fix, zum Glück bei Skorpion. Natürlich musst du genau zu der Seite laufen, wo die Lüftungslöcher sind, ne? Ja, ist ja okay. Guck mal her. Zack.
Dann war die erste Dame, die umgezogen ist. Machen wir dann mal ein bisschen Wasser rein, lass das mal ein bisschen überlaufen, ne? Ich weiß ja nicht, wo du hin willst, Schätzelein, aber da geht's nicht lang. Komm her. Ja, ist gut. Lauf weiter. Ihr wisst, was mache ich eigentlich nicht, aber wenn man weiß, was man tut, ist es ja nicht schlimm. Die hat jetzt ein bisschen Panik gekriegt, denke ich, wegen den Vibrationen vom Wasser. Ja, tut mir leid, Mäuschen. War nicht böse gemeint. Deswegen werde ich sie jetzt mal eben in die Höhle leiten. Ich habe hier noch zum Glück so einen kleinen Löffel. Guck mal hier. Achtung. Hier, da kannst du rein. Guck hier, da ist dunkel. Ja, aber es sind halt Schattenjäger, ne? Also, es ist halt. Ja. Aber da muss man halt auch immer dem Tier angepasst dann agieren, ne? Also, das Wichtigste ist halt, ihr kennt es ja. Einfach nicht in Panik geraten. Ganz ruhig bleiben. Die haben mehr Angst wie ihr. Natürlich gibt es auch andere Arten, die da ein bisschen aggressiver sind, ne? Aber das wissen wir ja alle. So, so, dann haben wir da auch schon mal ein bisschen Frischfett reingebracht. Ich lasse sie jetzt erstmal in Ruhe. Dann, wichtig bei mir jetzt erstmal, dass er was zu trinken hat. Und dann kommt es auch schon gucken. Hat bestimmt auch Hunger, aber gibt es dann erst nächste Woche. Erstmal ankommen. Und dann machen wir noch einmal hier. Wenn ihr seht, wie sie da jetzt sitzt. Finde ich halt immer ganz praktisch, wenn ich die im Regal stehen habe, die Skorpione. Dann sieht man sie dann nicht immer, weil sie halt schwarz sind und dann in ihrer dunklen Höhle sitzen. Ne? Und wenn man dann die Lampe dazu nimmt, ja, dann kann man immer gut was erkennen. Also, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal, das ist Arizona. Moment, bevor ich was falsch sage. Arizonensis. Nicht Jensis, sondern Nensis. Arizonensis, Weibchen. Dass wir das eingepackt kriegen. In ihr Terrarium und dann, ja, war es das auch schon wieder. Ein kleines kurzes Unboxing, aber machen wir mal erstmal weiter, ne? So, Freunde, da sind wir am Ort des Geschehens. Die Terrawand über dem Sofa. Hier ist die gute Maus. Und ja, die kommt jetzt in das Terra rein. Das habe ich jetzt von der Antja mitgenommen, weil ich ja, demnächst ein großes Projekt für die Skorpione habe, was ich jetzt noch nicht näher verraten möchte. Und dafür dann jetzt für die paar Tage noch eine Box herzurichten mit dem Sattelgemisch, weil das ist halt hart, also dass sie da halt wirklich buddeln kann. Wäre jetzt einfach nicht drin gewesen auf die Schnelle, ne? Aber wir wollten das dann heute schon mal machen und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gebe ich mir das Terra mit. Wenn ich dann die Skorpion-Sachen da habe und das fertig habe, mache ich die das sauber und gebe sie wieder mit. Ja, und ich würde sagen, wir setzen die kleine Maus einfach mal rein, ne? Damit sie das jetzt auch hinter sich hat. Zu Hause kennst du ja zum Glück. Na komm. Wahrscheinlich ein bisschen jetzt ausgekühlt. Also Boxen halt echt praktischer, ne? Sag ich ehrlich, wie es ist. Genau. Das ist jetzt drin. Machen wir jetzt gleich die Scheiben wieder rein. Ja, genau, das kennst du, ne? Ja. So, ich übernehme dann jetzt mal wieder, Dankeschön. Also, da haben wir die hübsche. Das direkt am Buddeln. Ich glaube, die checkt noch nicht ganz, dass das ihr altes Zuhause ist. Moment, vielleicht. Komm her. Das ist deine Höhle, die du gebuddelt hast. Gut, will ich wahrscheinlich erstmal alles angucken, ne? Also auf jeden Fall ein schönes Tier. Und ich denke mal, dass sie schwanger ist. Ich hoffe, dass sie schwanger ist, weil sonst ist ja genug Laden Nussfett. Und wird erstmal zum Abspecken geschickt. Ja, hier werde ich auf jeden Fall jetzt noch morgen 40 Wattstrahler draufpacken. Wie es dann in dem neuen speziellen Skorpion-Habitat sein wird, wo sie reinkommt. Aber darauf könnt ihr euch echt freuen. Ne? Also, ich habe in der WhatsApp-Gruppe ja schon was geleakt. Also, theoretisch, wenn ihr das seht,
könnte es auch in der WhatsApp-Gruppe, also in dem WhatsApp-Verteiler besser gesagt, auch schon gesehen haben. Ja. Aber so viel sei erstmal verraten. So. Ich mache dann jetzt einen Break. Da seht ihr mich nochmal. Und dann kommt das übliche Schlusswort.